Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik Ecke. Was ihr hier gerade im Hintergrund im Schnelldurchlauf seht, ist der erste Teil meines aktuellen oder mittlerweile nicht mehr ganz so aktuellen Projektes, der 750 € Gaming PC, wovon ich euch natürlich trotzdem noch den zweiten und damit auch letzten Teil des Zusammenbaus und der Inbetriebnahme und Benchmarks, Messwerte und so weiter heute zeigen möchte. Und ja, da ich den Rechner im ersten Teil weitestgehend schon zusammengebaut habe, wie ihr hier nochmal eben sehen könnt, wie gesagt, geht es heute im zweiten Teil weiter, unter anderem mit der Verkabelung der letzten Kabel aus dem Gehäuse, aus der Gehäusefront zum Beispiel, und dann natürlich mit der Installation von Windows und dem Testen einiger Benchmarks, sodass wir hier auch ausgiebig sehen können, was unser Gaming-Rechner in der Lage ist zu leisten. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall, beziehungsweise war es. Ich kenne das ja alles schon, aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, enttäuschen wird euch der Rechner nicht. Los geht's! Zu guter Letzt werden wir jetzt, wie gesagt, die Kabel von der Front des Gehäuses noch verlegen. Dazu zählen in erster Linie natürlich hier die USB 3 Anschlüsse. Wenn wir keinen USB 3 Anschluss haben an unserem Mainboard, dann haben wir meistens noch von der Gehäusefront kommend auch einen USB 2 Stecker. Das ist dieser hier. Wir haben aber hier USB 3, deshalb können wir den verwenden. Der sitzt hier hinter der Grafikkarte. Zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier die Audioverbindung für Mikrofon und Kopfhörer an der Frontseite des Gehäuses. Und die hier, die habe ich mal hier unten links platziert. Die sind für LEDs. Power-Reset-Schalter und so weiter. So, fangen wir an mit dem Front-USB-3-Stecker, den könnt ihr da unten sehen, mit einer dicken entsprechenden Aufschrift Front-USB 3.0. Da versuche ich das jetzt mal hier einzuplatzieren. So, das ist wirklich eng in so einem heutigen Gehäuse, vor allen Dingen ein MIDI-Gehäuse, welches mit so dicken Komponenten hier verbaut wurde. Da muss man mal versuchen, das mal so am Kabel hier von oben reinzuschieben. So, das geht dann auch einmal ein bisschen runterzwängen, dann ist es drauf. Das hat jetzt auf jeden Fall die Grafikkarte noch einen halben Millimeter hier nach vorne gedrückt, aber naja, okay. Es geht noch. Man sieht auf jeden Fall, man hat an allen Ecken und Kanten hier Platzprobleme, wie ja hier vor allen Dingen auch vorhin mit dem Lüfter und den Speicherbänken. Das passt millimetergenau. Das hier passte jetzt schon fast nicht mehr millimetergenau. Also ja, die Grafikkarte, die ist jetzt ein bisschen verschoben worden durch den USB-3-Stecker, lässt sich aber noch verschmerzen, würde ich sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist mal Zeit für ein neues Computergehäuseformat. Die MIDI-Tower, zumindest wenn man solche brachialen Komponenten einbaut, die sind wirklich ein bisschen überfordert, finde ich. Da ist der Einbau teilweise echt ein bisschen tricky und wird zum Spießrutenlauf, auch beim Verlegen der Kabel und so weiter. Wo ich mir vor allen Dingen auch Sorgen drum mache, ist die Höhe des Lüfters. Wenn ihr euch das mal eben anschaut, der CPU-Lüfter da hinten, der schaut nämlich definitiv schon einen halben Zentimeter ungefähr hier über die Oberfläche des Gehäuses hinweg, über die Seite. Da habe ich den kleinen Vorteil, dass ich diese Seitenwände mit der Erhöhung drin habe. Das habe ich gerade schon getestet. Das passt hier drauf. Das würde jetzt mit einer ganz flachen Tür hier würde das schon nicht mehr passen. Die würde auf den CPU-Lüfter drücken, was natürlich überhaupt gar nicht geht. Als nächstes sorgen wir für die Audioverbindung hier für die Frontanschlüsse. Der ist hier unten in meinem Fall, könnt ihr hier sehen, HD Audio 1. Genau da setze ich den auch mal eben drauf. Auch das ist wieder ein bisschen ja, schwerlich da, mit der Hand überhaupt noch runterzukommen. Aber einmal geschafft, sitzt da drin und wir haben später auch eine Verbindung hier an den Front-Audio-Anschlüssen, genau diese beiden hier. So, und zu guter Letzt setzen wir jetzt an der ganz unteren rechten Seite des Mainboards, wenn meine Kamera das hier für euch fokussiert bekommt, setzen wir jetzt noch das Frontpanel, die Frontpanel-Verkabelung auf. Zum Beispiel für den Reset-Knopf könnt ihr die Beschriftung schon sehen oder für die Festplatten-LED, HD-LED oder den Power-Button, den Power-Knopf oder die Power-LED. Und dazu sind diese kleinen bunten Kabel hier zuständig, die von der Gehäusefront kommen. Die sind auch ja fast gleichermaßen beschriftet wie eben unten auf dem Mainboard. Zum Beispiel hier Reset-Switch, also der Reset-Button oder hier die Festplatten-LED, HDD-LED oder was haben wir hier noch? Den Power-Switch, den Power-Button. Die setzen wir jetzt mal eben entsprechend hier unten auf. Zeige ich euch jetzt zum Beispiel mal anhand des Beispiels des Power-Buttons. Der wird oben rechts aufgesetzt auf die oberen rechten beiden Pins. Das sieht dann also zum Beispiel so hier aus. Komme ich mal von oben und setze den auf die beiden rechten Pins, denn die hatten ja hier hinten die Beschreibung Power Switch. So, was haben wir dann hier? HDD-LED, das sind die beiden Pins unten links, ist beschriftet mit HD-LED auf dem Mainboard. Setze ich die also hier auf, ist jetzt ein bisschen blöde, da ich dann gleich nicht mehr an die hinteren dran komme. Und zu guter Letzt noch die Anschlüsse für die Power-LED, bestehend aus 2 Pins. Auch die schiebe ich noch eben drauf, ganz genau so. Dann haben wir die komplette Gehäuse-Frontpanel-Verkabelung hier abgeschlossen. So sieht das dann aus. Zoome ich nochmal eben raus. Die werde ich hier natürlich auch nochmal unten irgendwo ein bisschen einigermaßen sauber reinlegen. Naja, so ungefähr Und dann würde ich sagen, war es das so langsam. So, bevor wir das gute Stück aufrichten, werde ich hier noch ein paar Montagespuren entfernen. Zum Beispiel meine Fettfinger hier mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch kann man da ruhig mal drüber gehen. Natürlich nicht über irgendwelche leitenden Teile wie das Mainboard, aber ruhig hier über die Armaturen mal eben, damit das alles wieder schön sauber und fettfrei ist. Denn der Rechner ist nicht für mich, den soll ich bzw. möchte ich wohlbehalten und sauber an einen Kollegen ausliefern, an einen Bekannten. Der soll sich darüber bald freuen. Ich darf mich darüber nicht freuen. Ich darf weiterhin mit meinem alten Intel Core Quad arbeiten. Ich habe noch nicht mal einen Vierkerner oder sowas der neuesten Generation oder der neuen Generation, sondern eher einen der allerersten Generation noch. So, alle Fussel und allen Staub befreit. Was ich fast vergessen hätte, ist das Anschließen der SSD. Das müssen wir natürlich noch tun mit einem entsprechenden SATA-Kabel. Das steckt ihr in einen der vorhandenen SATA-Ports, natürlich auf eurem Mainboard, nicht in irgendeinen, sondern am besten in den ersten. Der kann auch mit 0 durchaus benannt sein. Also rein hier in den ersten bzw. 0. Port in meinem Fall. Und das Kabel, ja, wäre jetzt besser gewesen, hätte ich die Rückplatte des Gehäuses nochmal ab dafür. Aber das werde ich auch irgendwie schaffen, hier hinter die SSD eben zu fummeln und anzuschließen. Nee, ist doch viel einfacher, die Rückplatte nochmal eben kurz abzuschrauben, anstatt hier das Kabel versuchen irgendwie durchzufummeln. So, von hinten an die SATA-Festplatte angesteckt. Somit ist die auch mit Daten versorgt. Den Rest des SATA-Kabels können wir hier hinten hinter dem Gehäuse auch verstecken und dann schließen wir das Ganze wieder zu. So, was wir zu guter Letzt noch machen können, ist das Anschließen des Systemlautsprechers. Das ist dieses kleine Ding hier. Das wird in der Regel beim Gehäuse mitgeliefert und sieht ja gewöhnlicherweise heutzutage so aus hier. Die waren ja früher doch ziemlich groß. Das sind heute in der Regel solche winzigen Dinger und die könnt ihr auch auf einen 4-Pin-Anschluss auf eurem Mainboard anstecken, der auch mit Speaker in aller Regel beschriftet ist. Hier könnt ihr den mal eben bei mir sehen. Da steckt ihr den Lautsprecher einfach drauf. Ausrichtung ist egal und ja, der bleibt dann einfach hier so stehen. Das ist auf jeden Fall eine hilfreiche und auch empfehlenswerte Sache, den kleinen Systemlautsprecher auch heutzutage immer noch einzubauen. Zu Diagnosezwecken, wenn irgendwas nicht stimmt, dann macht sich der Rechner oft durch irgendwelche Piepstöne bemerkbar, an denen man dann erkennen kann, was ungefähr los ist. Zum Beispiel, ob der Speicher defekt ist, der Prozessor, die Grafikkarte fehlt oder was auch immer. Ja, da steht er, der 750 € Gaming-PC mit dem schönen Sharkoon-Gehäuse. Ich würde sagen, wir sind soweit durch, bis auf das Schließen der Seitenabdeckung natürlich, was ich gleich natürlich noch nachholen werde. Wir haben alles eingebaut, was zum Betrieb benötigt wird. Alles ist korrekt verkabelt hoffentlich. Deshalb würde ich sagen, schließe ich das gute Stück an den Monitor an und dann schauen wir ganz einfach mal, ob er lebt. Der Monitor, den ihr gerade da hinten gesehen habt, den habe ich jetzt hier per DVI-Kabel angeschlossen. Könnt ihr natürlich per HDMI, DisplayPort, wie ihr das auch immer wollt, tun. Das ist jetzt hier aber ja meine Verkabelung an meinem Testeinrichtungsarbeitsplatz hier. Dann habe ich natürlich das Netzteil schon mal mit Strom versorgt und eingeschaltet und hier habe ich Netzwerk und Maus und Tastatur angeschlossen. Das kann auch nicht schaden für die Ersteinrichtung. Deshalb würde ich sagen, wir gehen mal hier rum und ich drücke mal die Power-Taste, die ist hier. Das sieht schon mal gut aus. Die Front-LED geht an, der CPU-Lüfter läuft auch an, der Monitor geht an, können wir sehen. Und wir bekommen die Meldung, dass hier kein Betriebssystem installiert ist auf unserem Datenträger, auf der SSD, was natürlich der Wahrheit entspricht. Da ist überhaupt noch gar nichts drauf. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt schaue ich mal eben hier runter, ob die Grafikkarte es auch tut. Die tut es natürlich, sonst hätten wir natürlich nichts auf dem Monitor gesehen. Aber deren Lüfter laufen nicht. Das ist aber kein Grund zur Sorge, zumindest nicht bei diesem Nitro-Kühler hier von Sapphire, diese Sonderedition. Da schalten sich die Lüfter nämlich im Passivbetrieb, also im Idle-Betrieb, im Leerlaufbetrieb, was das ja jetzt hier mehr oder weniger ist, schalten die sich bestmöglich runter und zum Teil auch komplett ab, wie ihr sehen könnt. Die gehen dann nur alle paar Sekunden mal an, um einen kleinen Luftstrom auf die Chips drauf zu pusten und ja, je nach Auslastung des Rechners, insbesondere bei Gaming oder sonstigen dicken Anwendungen natürlich später, laufen die dann natürlich entsprechend dauerhaft und auch mit höheren Drehzahlen. Ich würde sagen, ich besorge mir jetzt mal, genau hier ist er, mein USB-Stick mit Windows 7 drauf in der 64-Bit-Edition. Wie ihr so einen USB-Stick vorbereitet, habe ich euch auch mal in einem Video gezeigt, ist hier verlinkt. So, USB-Stick mal hier in die Front eingesteckt, an einen der Front-USB-3-Anschlüsse. Da dürfte der die bestmögliche Geschwindigkeit haben und dann schauen wir mal, ob er direkt bootet hier vom USB-Stick. Das sollte eigentlich der Fall sein. Ja, Windows lädt die Dateien. Das heißt, ich installiere jetzt hier erstmal Windows 7 und ja, dann zeige ich euch später die Ergebnisse. Bis gleich. Auch die Festplatten- bzw. Laufwerksaktivitätsleuchte funktioniert einwandfrei unterhalb der blauen Power-LED, wie ihr sehen könnt. Ja, und was auch einwandfrei funktioniert, ist die Windows-Installation vom USB-Stick. Das ist hier ja am USB-3-Anschluss. Allerdings ist das nur ein USB 2.0-Stick. Trotzdem geht die Installation hier ja ziemlich rasant vonstatten, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich stehe hier gerade mal 1,5 bis 2 Minuten und er hat die Expandierung, die sogenannte, der Windows-Dateien schon halb durch. Da er hier auch auf die SSD-Platte geschrieben wird, die hier drin verbaut ist, geht das Ganze wirklich fix. Deshalb sollten wir gleich fertig sein und mal einen Blick ins System reinwerfen können. Windows 7 ist erfolgreich installiert worden in weniger als 15 Minuten, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Das ging auf jeden Fall sehr fix von dem USB-Stick hier direkt auf die SSD-Festplatte. Und was ich jetzt hier gerade noch mache, beziehungsweise gemacht habe, das ist auch schon abgeschlossen, geht alles wirklich sehr schnell hier, ist das Installieren des aktuellen AMD Catalyst Treibers. Das ist der Grafikkartentreiber für unsere Sapphire Radeon R9 380 mit der Nitro-Kühlung, die sich hier nach wie vor fleißig ein- und ausschaltet. Ich zeige euch das nochmal gerade und ich hoffe ganz einfach durch die Installation der entsprechenden Treiber von AMD hier eine Möglichkeit zu haben, ja, das Einschalten der Lüfter manuell beeinflussen zu können, also die Einschalttemperatur manuell festzulegen. Die schalten sich hier nach wie vor nur sporadisch ein, gerade waren sie auch mal für mehrere Minuten komplett aus. Die Standard-Einschalttemperatur, die scheint bei 50 Grad Chip-Temperatur zu liegen, die scheint auch bei weitem nicht erreicht zu sein, das ist hier gerade mal handwarm. Fühlt sich also alles sehr schön an und trägt nach wie vor super zum Silent-PC-Feeling hierbei. Trotzdem werde ich mir jetzt mal in den AMD-Catalyst-Einstellungen anschauen, ob ich das manuell beeinflussen kann. So, ich habe mich jetzt hier wirklich vollständig durchgeklickt durch die Einstellungen des AMD-Catalyst-Control-Centers. Aber ich finde beim besten Willen absolut nichts zum Einstellen der Einschalttemperatur der Lüfter hier. Vielleicht kann man es einfach nicht, vielleicht habe ich die falsche Version, vielleicht habe ich irgendwas komplett falsch gemacht. Auf jeden Fall schalten sich die Lüfter hier, wie ihr das nochmal sehen könnt, weiter munter alle paar Sekunden ein. Beziehungsweise tun das jetzt wieder gar nicht mehr, wie ich das gerade auch schon sagte. Die stehen jetzt wieder komplett still, da die Temperatur des Grafikchips hier jetzt auf jeden Fall deutlich unter 50 Grad wahrscheinlich gesunken ist. Das scheint die standardmäßige Einschalttemperatur zu sein. Scheinbar nicht manuell beeinflussen zu können, aber solange das funktioniert, sollte das ja in Ordnung sein. Was ich euch auch noch mal eben kurz zeigen möchte, ist die Geschwindigkeit, mit der der Rechner hier hochfährt. Zwar in ein relativ frisches Windows 7, in dem keine großartige Software installiert ist, aber trotzdem finde ich das sehr beeindruckend. 3, 4, 5 Sekunden sind jetzt vergangen. Wir schauen ganz einfach mal, wie lange er hier braucht, bis er auf dem Desktop landet. 10 Sekunden sind vergangen. Naja, ich würde sagen, nach 12 Sekunden ist er bereit und die Sanduhr ist ausgegangen. Ich würde sagen, das ist vorbildlich. Was sich natürlich nach jedem PC-Zusammenbau gehört, ist erstmal das entsprechende Testen und Ausreizen der Hardware per Benchmark, Grafikbenchmark in erster Linie. Und dazu setze ich das allseits bekannte Tool 3DMark in der Version 2013 ein, in der Gratis-Version wohlbemerkt. Die habe ich mir nicht extra gekauft hierfür, aber hier seht ihr mal eben ein paar Demo-Eindrücke. Leider muss ich euch aber dazu sagen, dass die Auflösung des Monitors nur 1680 x 1050 beträgt, was natürlich kein Full HD ist und schon gar kein 4K oder irgendwas in die Richtung gehendes. Also ist die Grafikkarte hier wahrscheinlich naturgemäß ein bisschen weniger beansprucht, aber ich habe hier trotzdem mal sämtliche Demos von 3DMark 2013 durchlaufen lassen, um euch natürlich auch hoffentlich gleich ein anständiges Ergebnis präsentieren zu können. So, nach einem ausgiebigen Benchmark mit 3DMark 2013 können wir sehen, haben auch die Grafikkartenlüfter endlich verstanden, dass es warm geworden ist und haben sich dauerhaft dazu geschaltet. Hier müssen wir uns also keine Sorgen machen, dass die irgendwie nicht funktionieren, aber wir können schon sehen, die Drehzahl geht wieder runter und wahrscheinlich hören sie in Kürze wieder auf zu laufen, wenn sich die Temperatur entsprechend normalisiert hat. So, der Benchmark mit 3DMark 2013 Firestrike 1.1 ist abgeschlossen. 6.878 Punkte habe ich bekommen mit dem System hier. Meiner Radeon R9 285 hat er erkannt, okay, ein bisschen falsch, aber okay, den Prozessor hat er richtig erkannt und hier sehen wir das Ganze mal verglichen, ja, mit einigen generellen anderen Computerkonfigurationen und hier unten sehen wir dann nochmal die verwendete Konfiguration von mir im Detail. Hier sehen wir auch, er hat tatsächlich ein bisschen die falsche Grafikkarte erkannt, die R9 285. Anstatt die 380, aber nun gut, weiß ich jetzt nicht, inwiefern sich das hier auf die Vergleichswerte dann auswirkt, aber wir haben auf jeden jeden Fall den Gesamtscore von 6878, was ganz ordentlich ist, glaube ich, wie ich finde. Mehr kann ich euch im Grunde genommen schon nicht erzählen und zeigen zu meinem Projekt, den 750 € Gaming-PC zu bauen. Der ist gebaut, alle Komponenten sind drin und arbeiten zuverlässig, leise und schnell, wie wir gesehen haben. Von daher bin ich mir sicher, der zukünftige Besitzer dieses Rechners, der ich leider nicht bin, der wird hier seinen Spaß mit haben und ich kann mein Review bzw. mein Video hier guten Gewissens schließen. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen gefallen, hatte vielleicht ein bisschen Unterhaltungs- oder auch Informationswert. Dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung auf dem Video freuen oder vielleicht sogar über ein Abo auf meinem Kanal. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden über meine Projekte und motiviert mich natürlich damit mit dem Abo auch weiterzumachen und mein nächstes Projekt wieder hier bei YouTube mit euch zu teilen. Ich danke euch nochmal für eure Zeit und verabschiede mich mit 6878 3D-Mark-Punkten von diesem schönen 750 € Gaming-Rechner. Macht's gut vom Yogi285. Ciao, ciao.